Hier ist auch wieder Nachwuchs von den Kalinalsfischen. Hier zum Beispiel ist es ja ganz anders, weil da habe ich echt viel Pflanzen. Ich mache das auch ganz klassisch, ich sauge einfach am Schlauch an, das geht einfach am schnellsten. Willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich das 60p Biotop-Style ein bisschen umbauen, also ein kleines Makeover geben, ein paar Sachen austauschen und verbessern. Das erste, was ich schon gemacht habe, ist die Lampe ausgetauscht. Und zwar war ja vorher die Twinstar S3, die gibt es ja nicht mehr auf dem Markt. Und jetzt ist ganz neu von Skylight die Entwick rausgekommen. Und das Besondere an der Lampe ist, dass sie wasserfest ist und auch in Aquarien mit Abdeckung eingebaut werden kann. Ansonsten ist die Lampe auch ein bisschen günstiger. Die wird es bald bei Liquid Nature geben, ich weiß noch nicht genau wann. Wird noch ein bisschen dauern, aber früher oder später wird es die auch bei Liquid Nature zu kaufen geben. Ich habe die eine schon ausgepackt und schon auf ein Aquarium montiert. Und zwar da drüben bei den Dennerle Nanotank, der hat 40 cm Breite und da habe ich halt schon montiert. Also man kann die Lampe auch für größere Aquarien nutzen, also hier sind die Füße ausziehbar und haben hier so eine Acrylhalterung. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht der größte Fan von. Mir gefällt die Halterung von der Skylight Hyperbar mit den Metallfüßen schon ein bisschen besser als die mit den Acrylfüßen. Und sie hat relativ viele kleine Teile zum Zusammenbauen. Deshalb werde ich die auch hier auch genauer zeigen, dann beim Aufbau. Man kann sie jetzt so wie hier aufsitzend benutzen. Einmal entweder so groß wie die Lampe ist oder als Einbaulampe. Da kann man das Ganze dann umbauen, das werde ich auch noch gleich zeigen. Die Lampe selbst ist ähnlich vom Design wie die Hyperbar. Es hat auch so integrierte Shades, nicht so stark. Also hier stehen auch die ganzen Daten. Die Lampe gibt es von 15 cm, 30, 45, 60, 75, 90. 1,5 m, 1,20 m, 1,35 m und 1,50 m. Also richtig lang, also von 15 cm bis 1,50 m. Echt sehr nice, finde ich gut. Hier habe ich die 60 cm Variante, die hat 32 Watt, 3320 Lumen und hier noch die Mikromol, könnt ihr euch dann auch noch durchschauen. Und dann packen wir die Lampe gleich mal aus. Also hier ist so ein Teil zum Aufreißen. Und dann holen wir uns die Lampe hier raus. Hier ein bisschen Polstermaterial. Und hier die Lampe selbst. Man muss sagen, die Lampe ist relativ günstig. Ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf. Also ist das Modell unter der Hyperbar. Deshalb werde ich die auch bei den 60p hier verwenden. Weil da brauche ich nicht so viel Licht. Das ist ja nur so ein Biotop-Style, wo kein CO2 läuft und wenig Pflanzen sind. Da ist die Lampe, denke ich, ideal dafür. Hier haben wir einmal das Kabel von der Lampe, das ist so transparent, finde ich ganz nice gelöst. Hier einen Netzteil und Stromkabel, ganz normal. Und hier haben wir die Lampe nochmal in Folie verpackt. Ich muss sagen, das mit den Folien, zum einen ist es gut, dass alles geschützt ankommt, zum anderen muss man halt relativ viel so Folien entfernen. Die sind halt schon standardmäßig auf den Teilen meistens drauf, wenn sie verarbeitet werden. Also hier zum Beispiel die Endstücke sind, ich weiß gar nicht, ob das Acryl ist oder irgendein Kunststoff, und da sind halt generell schon so Folien drauf, die halt zum Schutz während der Verarbeitung auch da sind. Und so kommen sie halt dann komplett gut an. Hier zum Beispiel ist halt mit der Schraube ein bisschen nervig, dass man das nicht so einfach wegbekommt. Noch ein kurzer Disclaimer, Skylight hat mir die Lampen zur Verfügung gestellt und sie sponsern auch meinen Kanal, also all die Videos, aber dennoch sage ich trotzdem meine Meinung, wie ich die Lampen finde. Ich habe mich ja dazu entschieden, dass Skylight mein Kanalsponsor ist, weil ich die Lampen richtig gut finde. Deshalb gibt es nicht so viele Sachen, die ich nicht so gut finde, aber ein paar sind trotzdem dabei und die zeige ich euch natürlich auch in dem Video. Also hier jetzt die Lampe, einmal hier oben haben wir das Skylight Logo und Entwick, das ist die Lampe, die wie die heißt. Das Ganze ist in so einem Silber, also so, ja, silber lackiertes Blech. Finde ich auch ganz cool. Ist ein bisschen was anderes als die anderen Skylight-Lampen. Also hier haben wir hier die Hyperbar, die hat ja auch so integrierte Shades. Aber diese ist so dunkelgrau. Auch die Hyperspot ist dunkelblau. Also auch mal was anderes. Twinstar-Lampen sind ja auch so hellgrau. Ich glaube, die neuen Modelle sind ein bisschen dunkler. Aber hier haben wir wieder so ein helles Grau, also Silber eigentlich. Von der Lampe selbst. Hier die Seiten sind halt ein Kunststoff oder Acryl. Finde ich aber auch relativ hochwertig, also ist es nicht irgendwie so, dass es sehr günstig aussieht. Dann Rückseite, also die Unterseite. Hier haben wir einmal den QR-Code zum Scannen für die App. Aber hier in der Anleitung drin ist auch nochmal der QR-Code. Also braucht man nicht immer die Lampe hier unten scannen, sondern kann auch den QR-Code, was hier auf einem Zettel drauf ist, scannen. Dann haben wir unten die Abdeckung von den LEDs. Das ist so ein geriffeltes Kunststoff.
Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass die Lampe nicht so stark blendet. Also ich habe es ja vorher schon gezeigt, ein bisschen blendet sie schon und hier sind auch die Shades, also die integrierten Shades, also die Bauform, nicht so stark wie bei der Hyperbar, aber die Lampe ist ja natürlich, wie gesagt, eher eine Lampe für Aquarien mit Abdeckung, aber vor allem die Stärke finde ich davon, dass sie in Abdeckungen benutzt werden kann, weil sie hier komplett versiegelt ist. Also hier einmal rundherum ist sie komplett versiegelt, die LEDs selbst sind nicht versiegelt, was den großen Vorteil hat, dass wenn hier zum Beispiel, also hier sind ja zwei so Leiterplatten, wenn eine davon kaputt geht, kann der Hersteller die austauschen und wieder reparieren. Wenn jetzt so wie bei manchen anderen alles komplett vergossen ist, dann könnte es sein, dass wenn ein Teil kaputt geht, dass man halt nichts mehr machen kann, dann halt entweder weniger LEDs hat oder im schlimmsten Fall die ganze Lampe nicht mehr funktioniert. Das wäre natürlich auch blöd. Ist komplett wasserfest, kann auch ins Aquarium fallen und es passiert nichts damit. Dann haben wir hier das Zubehör, da haben wir mehrere Sachen. Also wir haben ja einmal den Zettel mit dem QR-Code für die App. Also ich mache das meistens so, dass ich den hier auf das Netzteil draufklebe, damit ich immer am Netzteil auch die App verbinden kann und nicht immer auf die Lampe schauen muss. Und hier haben wir die Anleitung, wie wir die Füße montieren können. Dann haben wir einmal die Anleitung für die Montage bei Aufsitzlampen mit dem Ausziehmechanismus, hier auf der Rückseite erklärt. Da muss ich sagen, das ist leider ein bisschen klein geworden. Also hier steht es einmal beschrieben, auch auf Deutsch. Und hier die Zeichnungen. Ihr könnt die wahrscheinlich hier fast gar nicht sehen, aber die sind ziemlich klein und man erkennt die Nummern gar nicht so gut von den Schrauben. Das ist nicht so ideal, aber es gibt Videos von Skylight, wie man die Lampen montiert und damit ist es auf jeden Fall um einiges einfacher, das Ganze zu montieren. Also da sieht man es wirklich Schritt für Schritt, wie man es macht. Und dann haben wir hier die Montagemöglichkeiten für Aquarien mit Abdeckung. Es gibt einmal die Möglichkeit, mit so Metallhaken die Lampe einzuhängen. Das ist immer wichtig, dass zwischen Lampe und Abdeckung oben zumindest 5 mm Platz ist, damit die Wärme auch abtransportiert werden kann. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Wie gesagt, einmal mit den Hooks, einmal mit der Halterung so gedreht, dass sie bündig ist und einmal, dass sie auch so einrasten kann, wenn man jetzt eine Kante hat. Aber ich werde euch die zwei Videos verlinken. Einmal das Video zur Montage für Aquarien mit Abdeckung und einmal die Montage, die ich jetzt gleich hier mache. Also Schritt 1 sind mal die Seitenteile. Da ist auch noch so eine Kunststofffolie drauf. Die können wir abziehen. Und da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, wo ich die erste zusammengebaut habe. Und zwar sind hier so Vertiefungen drinnen. Hier und hier auf der Seite und hier auf der Seite. Also das heißt, hier ist eine Senkung für eine Schraube drinnen und hier und auf der Seite. Und hier schraubt man jetzt die Aluminiumprofile dran und die gehen auch in die Einkerbung rein. Und dazu nimmt man die Schrauben aus 1, 2 und 6, also sind immer so beschriftet nach den Schritten bei der Beschreibung. Und mit den Schrauben schraubt man das Ganze fest und es ist wichtig, dass man hier oben die Schraube auf der Seite reingibt, wo unten auch die Einkerbung ist. Also ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dann passt das. Also es muss so sein, dass auch hier vom Außen das Skylight-Logo richtig ist. Also ich glaube, danach kann man es gut richten, dass hier das Skylight-Logo richtig draufsteht. Und dann kann man das Ganze hier draufschrauben. Man kann es zuerst mit dem Finger leicht festschrauben. Und dann ist hier noch der passende Imbus dabei, um das festzuschrauben. Also das ist teilweise so ein bisschen strenger zum Schrauben. Und hier ist auch noch ein transparenter Sticker drauf. Also falls die Acrylteile irgendwie nicht so schön ausschauen, schaut, ob vielleicht noch eine transparente Schutzfolie drauf ist. Dann gibt es hier zwei Möglichkeiten, das zu montieren. Einmal für Glasstärken von 3 bis 5 mm und einmal von 5 bis 10 mm. Ich habe ja einen 60p mit 6 mm, deshalb brauchen wir die von 5 bis 10 mm Stärke. So, die Teile hier sind für die Variante zum Aufsetzen und die hier, was so ein bisschen anders geformt sind, auch mit den Kabeldurchführungen, sind für die Abdeck-Variante. Das Ganze gehört so nach innen, dann kommt der Acrylring dazwischen, die Schraube hier durch, wir können das Ganze festschrauben. Lampen werden ja in Europa hergestellt, also wenn ihr irgendwelche Probleme habt, könnt ihr auch am besten gleich Skylight anschreiben, die helfen euch dann auch gleich weiter. Ist ein großer Vorteil bei Herstellern aus Europa, dass sie sich dann eher darum kümmern, wenn es Probleme gibt und irgendwas nicht passt und vielleicht macht man irgendeinen kleinen Fehler selbst. Und dann kann auch schnell einer weiterhelfen. So, dann hier innen kommen noch die Schrauben hier drauf. Die kann man auch weglassen, wenn man will. Die sind dazu da, dass man die Lampe fixiert.
Man könnte das sicher auch andersrum aufbauen, wenn man sagt, man möchte die Halterung vom Außen haben. Also dass die Schrauben auch hier dann außen am Aquarium sind. Finde ich, schaut aber nicht so gut aus, aber ist natürlich Geschmackssache. Ich muss sagen, generell die Halterung ist nicht mein Favorit. Also wie ihr jetzt sehen könnt, es ist schon viel Fummelei, das Ganze hier zusammenzuschrauben. Also ich würde euch echt empfehlen, nach dem Video hier, wenn ihr die Lampe habt, schaut euch nochmal das Video vom Skylight an. Da ist es auch nochmal gut erklärt, damit man es so ein, zwei Mal gesehen hat, wie das funktioniert. Hier, die Seiten sind gleich, also die kann man hier einfach reinstecken. Muss man nicht drauf schauen, wo die Kabelausführung ist, weil die ist auf beiden dran. Und das hier finde ich auch nicht so ideal. Also es ist nicht so ganz gerade. Also wenn man die Lampe jetzt irgendwie festschraubt, muss man immer schauen, dass man sich das gerade richtet, weil so standardmäßig ist es leicht schräg. Also das muss ich sagen, finde ich leider nicht so optimal. Also das solltet ihr wissen. Wenn man da beim Zusammenbauen drauf schaut, dann ist es gar kein Problem. Vielleicht ist es auch gerade nur bei mir so, aber bei mir war es jetzt auf beiden Seiten, ist so ein kleiner Spalt. Das ist nicht ganz so optimal. Dann hier unten haben wir noch Löcher zum Fixieren für so kleine Madenschrauben. Die Schrauben hier erstmal rein. So, hier habe ich ja die Twinster S3 relativ stark runtergedimmt, so auf 50%. Jetzt setze ich mal die Lampe hier auf und schaue, wie weit sie eingefahren sein muss. Ich glaube, sie muss komplett eingefahren sein. Ja, genau. Also das würde ich euch auch empfehlen, bevor ihr sie festschraubt, schaut, wie weit sie ausgefahren sein muss. Wenn dann die Lampe zum Beispiel so weit ausgefahren sein muss, dann macht das mal auf einer Seite, messt den Abstand hier genau ab und dann dreht ihr sie um, stellt das so ein, dass auf beiden Seiten der Abstand gleich ist, messt das nach auf beiden Seiten, dass es genau gleich ist, also auch hier unten und hier oben, dann schraubt das fest und dann sollte alles gerade sitzen. Ist jetzt der große Vorteil, dass es eh komplett eingefahren sein muss. Da braucht man dann auch nichts messen, wenn man die richtige Lampe für die richtige Größe hat. Schaut schon mal ganz gut aus, aber ich sehe gerade, die Scheibe ist ziemlich schmutzig. Deshalb putze ich die erstmal mit dem Klingenreiniger von ADA. Das Cover gibt es übrigens bei mir im Shop, also schaut gerne vorbei, wenn ihr einen Pro-Racer habt oder einen Girus-Reiniger. Und da putze ich jetzt erstmal schnell die Scheiben. Habe ich in den Aquarium schon echt lang nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt hier all meine anderen Lampen, also die Hyperspot, die Hyperbars und auch schon die andere Entwick. Und hier machen wir es einfach so, dass wir hier auf Gerät hinzufügen. Dann kommen wir zu den Scanner und hier habe ich ein kleines Problem, dass das an meinem iPhone anscheinend liegt, dass der Scanner nicht scharf stellt. Ich kann es hier mal zeigen. Also wenn ich versuche zu scannen und ich näher hingehe, dann stellt sich die Kamera nicht scharf. Ich denke, das wird in einem der nächsten Updates geändert, habe ich schon Skylight Bescheid gesagt. Deswegen, wenn das bei euch nicht funktioniert, macht es einfach so, dass ihr die Handykamera öffnet und hier den Code scannt, draufdrückt, mit den WLAN verbindet. So, jetzt ist das mit dem WLAN verbunden von der Lampe, das dauert immer kurz. Dann, wenn ihr hier jetzt zu verbinden geht, seht ihr auch schon die neue Lampe, Entrance FL, klickt einmal drauf. Dann habt ihr jetzt hier die Lampe und könnt sie eigentlich jetzt einfach einstellen. Aber damit ihr die Lampe in Wi-Fi einbindet, geht ihr hier zu Verbinden, dann seid ihr wieder hier beim Verbindungsmodus, geht nochmal zu Gerät hinzufügen und jetzt könnt ihr euer WLAN auswählen. Das ist jetzt in meinem Fall das hier. Dann wird das Ganze ausgelesen. Potenziell müsst ihr noch euer Passwort eingeben, weil ich jetzt gerade die andere Lampe verbunden habe, brauche ich das glaube ich jetzt nicht machen. Dann verbindet sich das mit den WLAN und der Controller hat sich in das Wi-Fi-Netzwerk eingeloggt. Aber sie sind immer noch direkt mit dem Zugangsnetzwerk des Controllers verbunden. Jetzt geht ihr dann zu Einstellungen, geht erstmal hier drauf und deaktiviert das automatische Verbinden. Weil das hatte ich immer wieder mal, dass ich mich mit den WLAN von der Lampe verbunden habe und dann kein Internet hatte. Dann, wenn ihr das ausgestellt habt, dann verbindet euch wieder mit euren eigenen WLAN. Und dann ist die Lampe hier einsatzbereit und ihr habt alle Lampen hier stehen. Also einmal die, was schon in euer WLAN eingebunden sind und hier die neue Lampe. So, jetzt könnt ihr hier die neue Lampe auswählen und hier oben bei, neben New erstmal umbenennen. Also ich nenne die jetzt Liquid Garden 60P. Der Name kann hier nicht zu lang sein, deshalb eher eine kurze Abkürzung. Dann könnt ihr hier die Lampe auch schon einstellen, hier wie stark sie sein soll. Ich lasse jetzt erstmal hier auf 100%. Dann könnt ihr hier einstellen, wie die Farbe sein soll.
Ich finde es meistens bei dem Vokal ganz cool, also manchmal so eine Stufe drunter oder eine Stufe daneben. Je nachdem, was für Pflanzen und Einrichtungsmaterialien man im Aquarium hat, ist das immer ein bisschen unterschiedlich, finde ich. Also ich finde es immer schwer, das so zu vergleichen. Und auch in so Videos ist es immer schwer, das Ganze so zu unterscheiden. Deshalb möchte ich euch hier einfach nur meine Meinung dazu geben, wie mir das so optisch selbst gefällt. Und jetzt nicht irgendwie irgendwelche Aufnahmen einblenden, wo man gar nicht so richtig einschätzen kann, wie gesund sind jetzt die Pflanzen und wie viel macht die Lampe jetzt dann wirklich. Und schaut die Lampe vielleicht bei meinem Aquarium viel besser aus als jetzt bei den einen Aquarium. Also mir gefällt es echt gut. Ich denke, ich werde hier auch so ein bisschen runter dimmen. Hier so in der Richtung. Passt sehr gut. Ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar ein bisschen rötlicher gehen sollte. Ich glaube wirklich, der Pokal ist einfach mein Favorit hier auch. Da schaut das Grün richtig gut aus. Hier das Aquarium ist ja ohne CO2 und mit wenig Licht. Deshalb sieht jetzt der Farn auch nicht so hundertprozentig gut aus. Also es sind immer ein paar Löcher. Hier kann man alles gut einstellen. Jetzt sind wir noch im manuellen Modus. Hier haben wir jetzt den Automatikmodus. Und da kann man jetzt einen Tagesverlauf einstellen. Wir gehen jetzt einmal hier, wann die Lampe angehen soll. 9 Uhr ist mir zu früh. Ich mache das ab 14 Uhr. Nicht verwirren lassen, wie das jetzt aussieht. Ab 14 Uhr von so einem Orange. Gehen wir ganz ins Orange bis zum hier nächster Punkt. Die Punkte sind eigentlich egal, welchen ihr anklickt, einfach dass ihr immer den nächsten macht. Bis 14:30 auf 100% zum Vokal, dann bis 20 Uhr möchte ich es auch auf 100% oder wir gehen ja auf weniger Prozent, wir gehen auf 70% bei beiden. Hier auch nochmal 70%. So, 70%. Und hier der letzte Punkt, gehen wir auf 20.30 Uhr auf komplett. Machen wir mal so und schauen, wie das so aussieht. Also habe ich jetzt dann für 6 Stunden beleuchtet. Speichern wir das mal, dann können wir hier auf Demo klicken. Dann sehen wir den Verlauf so vorgespielt, wie sich das Ganze da entwickelt. Ich bin jetzt gespannt. Normalerweise habe ich dann auch immer orange eingestellt, dass es auch orange dunkler wird, also der Sonnenuntergang ins Orange geht. Ich probiere es mal aus, wie es so ausschaut, wenn es so ins Lila reingeht. So, jetzt gleich müsst ihr anfangen. Und der Verlauf, was jetzt hier ist, der geht dann über eine halbe Stunde, je nachdem wie man es einstellt. Finde ich auch ganz gut, passt mir. Gehen wir wieder auf Automatisch-Modus. Und jetzt ist sie richtig eingestellt. Also so einfach geht's. Wenn man sie wieder einschalten will, geht man einfach hier auf manuellen Modus oder auf aus, dann ist sie aus. Manuellen Modus kann man dann alles umstellen, wie man es will. Hier zum Beispiel 100% ganz orange oder ganz so bläulich. Das macht eigentlich unter Wasser gar nicht so einen großen Unterschied bei den Layouts. Also da sind nur die Überwasserpflanzen so bläulich und das Licht über Wasser. Dann gehen wir hier auf 100%, dann gehen wir wieder auf den Automodus und wieder auf Automatik. Und hier können wir zurückgehen, hier sind dann alle Lampen und der große Vorteil beim Wi-Fi ist, also wenn die Lampen mit Wi-Fi verbunden sind, dass sie viel stabiler laufen. Also wenn sie mal hier eingespielt sind, also so wie sie jetzt sind, dann funktionieren sie bei mir immer richtig gut. Ich hatte da noch nie Probleme, dass es nicht funktioniert hat. Ich muss sagen, anfangs hatte ich immer ein bisschen Probleme, sie zu verbinden, also dass wenn man die Lampe mal mit den Lampenbildern verbunden hat, man noch einmal auf das Gerät registrieren oder Gerät verbinden klicken muss. Das hatte ich am Anfang nicht so richtig kapiert, aber wenn ihr das jetzt wisst, dann sollte es bei euch auch gleich sofort funktionieren und ihr kein Problem damit haben. Aber ja, ich finde sie sehr cool. Ich hatte sie ja jetzt noch nicht bei meinen Aquarien in echt gesehen, aber so wie hier gefällt mir das Licht sehr gut. Von Lampengehäuse muss ich sagen, jetzt von der Twinstar SM3, was ich vorher hatte, ist es auf jeden Fall ein Downgrade, muss man schon ehrlich sagen. Dass die Twinstar S3 da echt die Nase vorne hat und mir auch ehrlich gesagt ein bisschen besser vom Gehäuse gefällt. Aber diese Lampe hier gibt es leider nicht mehr von Twinstar. Also ich tausche die mal aus. Hat auf jeden Fall ein bisschen ein diffuseres Licht, die ist jetzt auch runtergedimmt. Eine Stufe rauf, dann ist sie zumindest augenscheinlich gleich hell. Ich muss sagen, ich könnte mich gar nicht so richtig entscheiden, was ich besser finde. Aber Twinstar hat leider die Lampe hier mit den Metallfüßen nicht mehr ein Sortiment, nur noch die mit den Kunststoffenden und das finde ich ja leider optisch nicht so schön wie jetzt die hier. Also finde ich echt schade, dass die Lampe hier leider nicht mehr erhältlich ist. Werde ich mir auf jeden Fall aufheben und vielleicht irgendwo mal benutzen, aber jetzt bleibe ich erstmal bei der
Skylight-Lampe. Aktuell sind die Kardinalsfische in den Aquarium, die waren ja vom Paludarium und sind hier rübergezogen. Dann die Banda-Panzerwelse, was sich hier hinten irgendwo verstecken. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Also sie sind meistens halt versteckt. Und dann sind auch noch Chinanostomus equus in den Aquarium. Also hier sieht man einen ganz gut. Hier ist auch wieder Nachwuchs von den Kardinalsfischen. Die vermehren sich immer wieder mal. Nicht so viel, es kommt nicht so viel durch, aber ab und zu mal ein oder zwei. Ansonsten sind hier noch Sulawesi Inlandsgarnelen in den Aquarium und ein paar Posthornschnecken. Und ich glaube, es ist noch die ein oder andere Amano-Garnele, bin ich mir gar nicht so sicher gerade. Was das Pflanzenwachstum angeht, muss man sagen, ist das nichts Besonderes. Das Aquarium läuft ohne CO2. Die Lampe ist auf 70% runtergedimmt, die Zwinster war auf 50% runtergedimmt. Und ich mache relativ selten Wasserwechsel. Soll ja so ein Biotop-Style sein, deshalb ist es auch vollkommen okay, dass die Pflanzen jetzt nicht perfekt wachsen. Also hier, wenn man den Farn anschaut, sieht man, es sind teilweise Löcher. Das ist ja der Orange-Dip und er hat relativ wenig orange Spitzen. Also das kommt einfach mehr bei weicherem Wasser und bei CO2. Das ist auch die einzige Pflanze unter Wasser. Im Hintergrund war noch eine Stängelpflanze. Die hat es aber nicht so richtig geschafft, die wollte nicht so gut wachsen, weil auch einfach nicht so viel Licht dort hinten hinkommt. Ansonsten habe ich oben noch einige Schwimmpflanzen auf der Oberfläche. Und hier habe ich so einen Anthurium, der sich aber auch nicht so gut hier tut, weil er halt wenig Licht abbekommt, weil der ist halt über der Lampe und ist halt dann relativ im Dunkeln, also den werde ich auch früher oder später weggeben und woanders reingeben. Eine Sache, mit der ich nicht so ganz zufrieden bin, die wir jetzt auch ändern werden, ist der Bodengrund. Ich habe hier den Adiala Plata Sand in dem Aquarium und der schaut auch richtig gut aus, aber es könnte ein bisschen mehr los sein. Also es ist ziemlich langweilig und teilweise die Schicht hier vorne ist auch relativ dick. Hier vorne sind auch ganz, ganz wenige Ansätze von Cyanus, aber es ist echt nicht viel, also nur so minimal hier vorne. Also das ist jetzt nicht so ein Problem, aber natürlich, wenn der Sand ein bisschen dünner wäre, würde das noch ein bisschen besser ausschauen. Und wenn der Sand nicht nur so alleine wäre, sondern wenn der ein bisschen gemischt wäre. Da ist jetzt vor ein paar Wochen das Kumu ADA Layout Material rausgekommen. Das sind so kleine Säckchen mit Sand, Kies und nochmal so Kies. Ist schon relativ teuer, muss man sagen. Es sind so 250 ml je Beutel drinnen. Und ich glaube, die kosten so 9 bis 12 Euro je nach Art. Ich habe hier auch schon so ein bisschen was benutzt, also das war schon ein bisschen voller. Aber dennoch, wenn man jetzt das ganze Aquarium mit dem Sand hier ausfüllen will, ist es schon sehr teuer. Aber für so Details und den Sand so ein bisschen zu mischen, gemeinsam mit so ein bisschen Gravel, denke ich, ist es ganz gut. Aber dafür müssen wir mal ein bisschen Sand absaugen, weil sonst einfach zu viel drinnen ist. So, erster Schritt ist mal den Filter abschalten. Den Wasserstand muss ich auch auf jeden Fall nachfüllen, ist jetzt schon sehr gesunken. Wenn es so warm ist, verdunstet das Wasser relativ schnell. Und ich habe jetzt so vor 1,5 Wochen den letzten Wasserwechsel gemacht bei allen Aquarien. Und auch seitdem kein Wasser nachgefüllt. Ich nehme dazu einfach so einen großen Kübel, also je nachdem, was man so hat. Und einen dicken Schlauch, um den Sand abzusaugen. Ich habe hier noch so ein Ehemrohr vorne montiert, damit kann ich einfach genauer und besser absaugen und muss nicht so tief ins Wasser greifen. Ich mache das auch ganz klassisch, ich sauge einfach am Schlauch an, das geht einfach am schnellsten. Dann halte ich immer das Ende vom Schlauch zu, damit ich, falls ich irgendwelche Tiere einsauge oder irgendwas einsauge, was ich nicht einsaugen will, einfach schnell stoppen kann und dann die Tiere wieder zurückschwimmen lassen kann. Und dann fange ich auch einfach an, den Sand abzusaugen. Also mit so einem dicken Schlauch, das ist jetzt 16, 22 mm, geht das relativ gut. Schaut schon mal ganz gut aus. Ich tue jetzt noch mit dem Finger vorne die Kante reinigen. Also da setzt sich auch immer so ein bisschen Dreck ab vor die Cyanobakterien. Und ich mache das meistens mit dem Finger, weil habe ich ein besseres Gefühl, ob jetzt ein Sandkorn dazwischen ist. Mit irgendeinem Schwamm habe ich immer die Angst, dass ich mir die Glasscheibe zerkratze, so an der Kante. Deswegen einfach mit dem Finger, geht ziemlich gut. Jetzt verteile ich noch den Sand, der hier ist, damit er ein bisschen gerader ist. Weil teilweise waren dicke Schichten, da habe ich dann auch ein bisschen was abgesaugt. Aber natürlich ein bisschen was passt perfekt, wenn es drinnen bleibt, ist überhaupt nicht schlimm. Dann fange ich jetzt hier an mit dem feinsten Sand, den ich habe. Das ist der Iron Sand, also Eisensand. Hat, finde ich, einen ganz schönen Ton. Passt, glaube ich, gut zum La Plata Sand. Ist eine Spur gröber, also könnte in der Kombi gut passen. Ich wasche den auch nicht, man könnte den sicher vorher waschen. Der ist relativ sauber, ein bisschen staubig ist er trotzdem. Ich nehme einfach meinen Soil Scoop, gehe mit dem jetzt zu Unterwasser und lasse ihn langsam volllaufen. So, dass ich nicht den ganzen Sand aufwirbel.
und dann verteile ich den langsam hier überall, wo ich ihn haben möchte. Natürlich ein bisschen Staub kommt hoch, aber wenn man jetzt nicht zu große Mengen Sand hat, dann ist es nach einem Tag wieder komplett klar oder nach ein paar Stunden sogar. Also zwei nicht ganz volle Becher Sand waren das jetzt, also passt in einen Becher ca. 120 Milliliter Sand rein. Habe ich auch vorher noch gar nicht gewusst, habe ich gar nicht nachgeschaut, aber jetzt weiß ich's. So, dann verteile ich den jetzt noch ein bisschen. Hier die Casarina Cones grabe ich auch wieder aus. So, dann kommt der Hazel Gravel S. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich alles benutze. Ich glaube, da nehme ich nur mal einen Becher. Aber das schauen wir uns gleich an. Und den verteile ich jetzt ein bisschen mehr so zu den Steinen hin. Also nicht komplett vermischen, sondern mehr halt so zu den Steinen. Der ist halt mehr so orange. Aber das finde ich passt auch ganz gut. Hier zum ganzen Bodengrund zusammen. Vermischen wir das ein bisschen grob. Mit der Zeit wird sich das eh immer mehr vermischen, also da braucht man sich keine Illusionen machen, dass es jetzt genauso aussieht wie in ein paar Wochen. Aber meistens sieht es dann in ein paar Wochen noch natürlich aus, wenn sich das noch ein bisschen besser vermischt. Und dann habe ich noch die Hazel Gravel normal, also so Kies ist es dann. Den verteile ich mit der Hand, da habe ich auch schon ein Teil woanders benutzt. Und da kommt auch so ein bisschen was so zum Übergang. Also wenn ihr Interesse an so einem Sollbecher habt, schaut in der Beschreibung vorbei, da ist der verlinkt. Man kann das natürlich auch mit den Händen machen oder mit einem Glas, aber ich finde immer so einen kleinen Becher ganz cool, der genau dafür passt. Der liegt auch in der Größe echt gut in der Hand, dass man überall gut hinkommt und alles schön verteilen kann. Ist also ein cooles kleines Gadget. Ich mache den schon immer ein bisschen sauber. Wenn er ein bisschen nass bleibt innen, ist es auch nicht so schlimm, der trocknet dann wieder. Die Scheiben hier sind ja ziemlich sauber, dennoch fahre ich einmal mit dem Schwamm drüber. Algen habe ich hier gar keine. Nur so ein bisschen Belag und oben so ein bisschen ein Kalkrand, weil ich hier härteres Wasser habe. Aber wenn ich schon dabei bin, putze ich die Scheiben auch mal mit dem Schwamm. Aber die fühlen sich echt relativ glatt an, ein bisschen. Also man sieht da echt gar nichts, bis so, wenn man mit dem Finger drüber fährt, so ein bisschen rau ist die Oberfläche schon. Das heißt, dass da einfach so ein bisschen ein Bakterienfilm ist. Ich putze da auch nur die Frontscheibe. Die hintere Scheibe und die Seitenscheiben können schmutziger bleiben, damit die Garnelen und Schnecken auch ein bisschen was zum Fressen haben. So, dann befüllen wir das Ganze wieder. Und dann zeige ich euch das Aquarium, wenn es klar ist. Ein Tag ist vergangen und das Wasser ist wieder ziemlich klar. Vielleicht ein bisschen, wenn die Scheibe außen ist ein bisschen schmutzig, aber nicht so schlimm. Ich glaube, ich sieht man auf dem Video nicht. Und jetzt gefällt es mir richtig gut, also ist jetzt keine Riesenveränderung, aber vorne der Bodengrund ist auf jeden Fall niedriger und der andere Sand, finde ich, macht sich da auch ganz gut, der ist ein bisschen färbiger, auch hier die Details sind ein bisschen so gelblich-orangelich, natürlich die Steine sind jetzt schon heller als die Details, aber ich glaube, das passt trotzdem ganz gut dazu, also ich bin ganz zufrieden damit. Ich habe jetzt auch noch den Filter-Ein- und Auslass von hier vorne nach hier hinten versetzt. Das ist jetzt hinter der Wurzel und macht die Strömung ein bisschen schlechter auf jeden Fall. Aber das ist hier nicht so schlimm, weil hier ist im Hintergrund alles frei. Also es gibt fast keine Zonen, wo wirklich viel abgeschirmt wird oder wo halt keine Strömung mehr hinkommt. Also hier zum Beispiel ist es ja ganz anders, weil da habe ich echt viel Pflanzen und überall hier zwischen den Steinen, zwischen den Pflanzen kann sich überall Mulm absammeln. Und hier, wenn der Mulm zu Boden sinkt, ist halt einfach am Bodengrund und wie man hier sehen kann, haben wir auch gar keinen Mulm oder irgendwelche Partikel. Vielleicht hier hinten ein paar, aber echt nicht viel. Also ist es hier jetzt nicht so schlimm, wenn da ein bisschen weniger Strömung ist, weil der Filter ist hier relativ stark und ich glaube, so wie es jetzt hier vorkommt, reicht das auch vollkommen aus und es schaut viel besser aus, weil der Ein- und Auslass hinten versteckt ist. Und in dem Fall ist es ja eh so, dass hinten alles frei ist, deswegen geht das ganz gut. Wenn jetzt hinten alles voll mit Pflanzen wäre, würde ich das nicht unbedingt machen. Weil dann wäre der Inflow relativ schnell mal mit Pflanzen zugesetzt und dann wäre das nicht so optimal. Aber hier ist es auf jeden Fall kein Problem. Gestern habe ich auch noch Special Blend von Acker dosiert, Bakterien. Ich habe relativ viel getauscht. Ich habe den Bodengrund zum Teil entfernt und einfach um zu sorgen, dass das ganze Aquarium wieder stabil läuft und sich genug Bakterien ansiedeln, habe ich eine Dosis Special Blend dosiert. Mache ich eigentlich bei jedem Wasserwechsel auch.
Und halt, wenn ich irgendwas Größeres mache, dann sehe ich ein bisschen mehr davon. Aber das war's mit dem Umbau. Ich bin richtig zufrieden. Die Lampe gefällt mir sehr gut. Also die neue Skylight-Lampe und auch der Bodengrund, mit dem bin ich jetzt auch sehr happy. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ich das Ganze eingerichtet habe, dann klickt so auf das Video. Da ist es genau erklärt und wirklich Schritt für Schritt alles gezeigt, wie ich das gemacht habe.